Ey, das ist Random 2017. Ey, folgendermaßen, Freunde. Ich habe letztens von ein paar Typen erfahren, die denken, dass sie Rap machen, ja? So richtig ein Rap. Aber ich glaube, ich muss denen jetzt erstmal zeigen, was eigentlich Rap ist, ey. Francesco, die Entdeckung, die jetzt heißt Verfetzung. Meine Bars werden scharf verschossen und du bist in ein Schaf verschossen. Yeah. Denn du bist halt so vieler Spaß. Und es kann schon sein, dass ich dich kohibabhaftend wie Koksdealer schnapp und dich zum Hofdiener mach. Yeah. Ja, und ich zerlege deine ganze Crew. Ach halt, das bist leider ja nur du. Das tut mir jetzt wirklich leid, wirklich. Wirklich. Ey, deine Leute zu treffen, hätte mich wirklich sehr gefreut. Doch so scheint, ey, es wird nichts ohne Freunde. Und ey, eins fand ich wirklich noch lustig, ja? Okay, pass auf, ey. Du hast weder Freunde noch Fans, doch lässt T-Shirts drucken. Kommt beim ersten Abonnenten Jeans-Merch-Nutte, hä? Kommt er dann? Läuft das so ab? Kann man sich darauf freuen, dann als Fan von dir? Was sagen deine Freunde dazu? Dass das dann erscheint? Ich hoffe doch nicht, wirklich nicht, Alter. Naja. Dann stell mal weiterhin deine Handyclips schön auf Facebook. Die noch schlimmer sind als eine Feministin-Bewegung. Halt's Maul, Leute. Und Charlie, hier kommt das lebende Paradoxon, da ich brennend hier reinschneide. Respekt. Du bist der bekannteste Rapper Gothas und der schlechteste gleichzeitig. Ja, so ist das. Ey, und du brauchst wohl Ruhm. Ach, du bist nicht Jean-Pierre, also lass das mit dem Autotune. Alter, wirklich, lass das mal lieber. Das ist ohnehin schon schwul genug, was du da machst, Alter. Und dann noch Autotune. Was soll der Scheiß, Mann? Ist dir das selbst nicht peinlich oder so? Und anscheinend fällt dir das Sex denn echt schwer. Und wie war das letztens mit der halben Portion? Du wärst doch selbst eine, Alter. Wenn du mal nicht so fett wärst! Ohne Witz, Alter. Ich hab das gesehen und dachte mir direkt, was zur Hölle ist das für ein Spasti? Hört sich erstmal an wie eine kaputtgegangene Kettensäge. Haut noch richtig ekelhaft Autotune über die Hooks. Und hampelt in seinen Videos rum. Denkst du, das nimmt irgendeiner ernst da draußen? Ein Rap, ja? Hör einfach auf am besten. Das wäre besser für alle. Nutz diesen Track als Applikation. Für dich halbe Portion. Ich hab'n Schwanz wie ein Skorpion. Das ist kein Hass-Track. Ich wollte nur mal zeigen, wie es geht. Doch ich glaube für euch beide, es ist leider schon zu spät. Ja, wie gesagt, meine Freunde, ich empfehle euch wirklich vom Herzen aufzuhören mit der ganzen Sache. Mit eurer sogenannten Karriere, die wäre sowieso spätestens jetzt vorbei.